Freunde, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, denn Stegi und ich haben gemeinsam eine Minecraft-Event mit über 150 Mitspielern auf die Beine gestellt und das Ganze in Kooperation mit MapleStory. MapleStory ist ein kostenloses Side-Scrolling-MMO-RPG, wo ihr einfach sehr viel gegen PvE-Monster und sowas fighten könnt und MapleStory gibt es schon Ewigkeiten. Ich kenne das früher, weil sehr viele meiner Freunde das gespielt haben und jetzt eine Kooperation mit denen zu haben, ist irgendwie richtig cool. Wir haben uns das Game selber im Stream ein bisschen angeschaut und im Anschluss ein riesiges Minecraft-Event gemacht, bei dem ihr auch mitspielen konntet. Und wenn ihr MapleStory selber spielen wollt, weil ihr solche Games cool findet oder ihr es auch einfach auschecken wollt, gerne auch, wenn ihr mich einfach nur ein bisschen unterstützen wollt, dann checkt das Ganze über den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Das Ganze gibt es kostenlos für PC, über Steam und auch über GeForce. Also, wenn ihr Bock habt, give it a try und ansonsten viel Spaß mit dem Gameplay und mit unserem Minecraft-Event. Wir haben schon unseren ersten Charakter. Meiner heißt liebevoll genannt, LKJSF. Er ist sehr, sehr strong und mit dem legen wir jetzt los. Stegi ist weit, weit weg von uns. Stegi ist nämlich hier oben. Und wir sind gerade hier unten. Wir sind in Sanctuary und Stegi ist in Tulin City. Das ist ein bisschen auf andere Seite weit weg. Deswegen nicht ganz so übertrieben geil. Aber wir versuchen, ob wir irgendwie zu Stegi kommen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Wir machen Navigationssystem. Und dann schmal Google Maps. Oh, guck mal, das sind erste Mobs übrigens. Die sind noch chillig. Mit denen kommen wir eigentlich noch klar. Sie sind echt actually noch komplett fit. Aber die anderen manchmal in den bisschen besseren Gegenden und so, die knallen schon ordentlich rein. Yo, habt ihr gesehen? Habt ihr meine Combo gesehen gerade, Chat? Sagt ehrlich, wir fahren einfach durch, bis wir bei Stegi sind irgendwann. Yo, wer bist denn du? Oh mein Gott. Yo, was ist denn mit ihm? Er lasert einfach alles weg. Oha, Bro, gönn dir. Wir sprinten. Da, Black Market. Hä, sind wir gleich bei Stegi? Warte mal. Stegi! Stegi! Heiko, bist das du? Ja! Hä, was? Wie denn? Hallo! Hä, wie ist das? Hä? Ich bin gesprintet, Mann. Ich habe Marathonlauf trainiert. Ey, was geht ab, Bro? Ich bin da. Hallo! Ich schau mich an! Ey, du siehst gut aus! Was machst du da oben? Was hast du denn schon alles? Das ist mein Roboter, guck, was er kann! Und hier Chorusfrucht, Achtung, Sipp! Wieso? Hey, sag wirklich! Wieso? Was? Wie hast du es gemacht? Ey, das sind halt so Skills, die ich bekommen habe. Oder ich gelevelt habe. Wie viel Level? Nee, wie viel das Level bist du? Ja. 20. Okay, Alter. What? Sollen wir mal einmal da runtergehen zu anderen Mobs? Da musst du mir erklären, in welche Richtung wir gehen einfach. Ich folge dir. Komm hinterher. Komm, Schmidt. Oh, wir müssen hier rein. Ja, klar. Weil du es einfach schon weißt? Ich wollte einfach irgendwo hin. Ich wollte einfach so andere Mobs haben oder so. Yo! Okay. Hä, wie cool! War cool, wie ich die platt gemacht habe. Ja, ich finde deine Skills irgendwie cool, ja. Was ich halt wirklich krass finde, ist, ne, Digga, es sieht halt ein bisschen aus wie Basti und diese roten Dinger sehen halt aus wie Zickzack-Cosmetics oder so. Ja, ja, schon, ja, das stimmt. So, hier, da. Wie du einfach so aus dem Bild sippst an der Seite. Aber ich muss mir die noch besser hinlegen, glaube ich. Ich hätte gerne irgendwelche Mobs, wo wir ja wirklich Struggle haben, so. Ich sag, die werden wir gleich, also es ist doch nicht schwierig, Struggle zu bekommen, oder? Das sind hier 18. Ja, guck mal, oh mein Gott. Okay, die nächsten, die wir weitergehen, kommen richtig starke Monster, glaube ich. Beim nächsten kommt schon 33 und dann kommt irgendwie Level 180 oder so. Okay, sie sind schon komplett insane. Hilfe. Bro, das war's. Ich mach das. Die kriegen gar kein Damage. Ich bin tot. Nee, die passiert echt gar nichts, ne? Nee. Hey, du machst denen 3 Damage oder so. Ja, das ist Quatsch. Ich geh zurück. Bro, ich muss dir ganz dringend was zeigen. Echt? Obwohl, zeig du mir erst. Was wirst du mir zeigen? Ich hab mir einen Hut angezogen. So, ich habe mir jetzt gleich, als ich Level 20 dann wurde. Ja. Kann ich jetzt so Hüte und so Sachen anziehen? Ich glaube, ich habe ja auch so lauter so Equipment und sowas immer bekommen, ne? Ja, ja, genau. Ey, dann zeig mal deine geilsten Skills, die du hast. Meine geilsten Skills haben sich nicht so großartig, glaube ich. Ich hab, oh Mann, hat er mich abgeschossen? Eben das hier eben, aber jetzt eben in Kombination mit einfach mit Pot-Spam, weißt du? Guck mal, ich kann ihn immer weitermachen, theoretisch. Ja. Und was ich vorhin die ganze Zeit gemacht habe, ist immer, ich war hier schon, obwohl die noch viel zu stark für mich waren. Dann habe ich immer so hin und her gedasht. Dann haben die wirklich nie
Schaden machen. Komm, rechts Dash, links Dash. Also ich eben diese Double Jump ist bei mir so OP, glaube ich. Ich finde die Damage-Zahlen ultra geil bei dir, weil du so viel kleineren ja. Damage machst, dass du dann so richtig so brrrt die ganze Zeit. Ja, ja. Und vor allem, ich kann ja auch so Kollateral-Damage machen, wenn ich so oben bin. Schau mal, ich geh jetzt hier hoch und dann Achtung. Ich geh auf die rechte Seite, wenn ich sowas mach. Ja. Ja, okay. Wie krass, ja. Und ich kann theoretisch währenddessen immer Pot-Spam machen, immer Mana auffüllen und die ganze Zeit einfach weitermachen. Also ich ja. Ich super schnell so leveln einfach. Diesen einen Ding gar nicht benutzt. Ey, das ist sehr sick. Das ist ultra geil. Aber ich muss dir ganz dringend was zeigen, Stegi. Okay. Komm mal mit nach unten. Wir müssen hier runter nach rechts, müssen wir uns ganz kurz kämpfen. Oh. Hier was. Müssen wir das einsammeln? Endlich. Nee, wir müssen nach unten rechts müssen wir irgendwie kommen. Schaffst du das? Ja, ich bin hier. Okay. Warte, komm mit. Weißt du, wo dieses Portal uns hinführt, wenn wir hier durchgehen? Nee, ich glaube nicht. Wenn wir durch das Portal kommen, dann kommen wir nach Minecraft. Echt? Ja. Bist du ready? Ja, heck, okay. Du musst dich aber mit hier reinstellen. Okay. Drei, zwei, eins. Ich glaube, ich würde gerne versuchen, diesen Kristall nachzubauen, den wir in der Mitte hatten, wo wir uns immer hoch teleportiert haben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das würde ich gerne tryen. Das heißt, ich würde irgendwie so goldmäßig versuchen, was zu machen. In der Mitte so ein Kristall und dann irgendwie noch ein bisschen mit Glas oder so, wo das nach oben geht. Praktisch dieser Elevator oder so, den wir hatten. Ich glaube, den finde ich ganz sick. Und ich glaube, den wird man auf jeden Fall auch wiedererkennen. Gamer! Ja, aber ganz schöne Matte auf dem Kopf. Du musst mal wieder hier ein bisschen, ne? Wir müssen wieder Seiten gerade machen. Und hat einfach ein anderes Shirt an. Doch, du musst zum Friseur. Doch. Gar keine Diskussion. Schau dir das mal an. Ist ja impossible. Okay, wir bauen weiter. Aber ich glaube, bis jetzt sieht es gar nicht mal so schlecht aus, oder? Das geht schon in die richtige Richtung, was wir hier bauen. Die ersten Golddinger davon sind fertig. Wir haben hier unten unsere Crystals. Die sollten eben wie so Schalen sein. Jetzt würde praktisch der nächste, würde jetzt hier oben so eine goldene Raute hinkommen. Aber auch wieder gebogen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Und dann so mit Glas und so ein bisschen was nach oben. Und hier würde ich auf jeden Fall die hier. Oh, die leuchtet mir beim Shader. Das habe ich letztens angemacht irgendwann mal. Boah, crazy. Okay, ja, aber jetzt machen wir erstmal das zweite Goldpiece, glaube ich, noch. Boah, geil. Hä? Ultra sick. Okay. Vorne, ich glaube, ich bin mit unseren Golddingern bis jetzt echt schon zufrieden. Aber wir wollen jetzt mal ganz kurz ein bisschen gucken, was die anderen bis jetzt so bauen. Okay, so sogar noch besser. Jo, schau dir mal an, wie viel hier schon entsteht. Wie krass. Guck mal, er baut hier so kleine bisschen asiatische Bäume mäßig. Da wüsste ich noch gar nicht, was da gerade ist. Das ist Sky Island. Jo, das hier hinten einfach Drache oder was? Oha. King Knife. Hä, das sieht ja ultra cool aus. Ey, ihr haut aber ganz schön rein, ne? Okay. Oh, 30 Minuten. Stegi! Ja? Lass uns eine 30 Minuten Inspektion machen, was die Leute bis jetzt so gebaut haben. Doch! Ja, aber dann schaffe ich meine Gebäude nicht. Doch, das kriegst du fertig locker. Wir treffen uns vor dem Maples Schriftzug. Okay. 30 Minuten Zwischeninspektion, was die Leute gebaut haben bis jetzt. Jao! Alles sieht bis jetzt besser aus, als die Leute gebaut haben, was ich gebaut habe. Echt? Ja, ich glaube schon. Warum, ich finde es krass, so viel. Ja, ich finde generell geil, wie viele Leute, also wie viele Plots und sowas schon da sind. Ja. Ist das deins? Ja, also. Aber ihn erkennt man, glaube ich. Ja, eben. Hä? So unten die Maske, das ist der. Also die Schädelform war halt richtig schwierig zu machen. Ja. Großen Manga-Augen, so Anime-Augen-mäßig, mit so oben so Eyeliner-mäßig, hinten so ein kleiner Wing, weil das hat er in echt auch. Und dann bekommt er gleich noch so coole Haare. Ja, ja. Saugeil. Hä, richtig gut geworden. Und richtig große Pupillen und so. Ja. Ja, komm mal mit zu mir, warte, oder ich tippe dich einfach gleich. Das hier ist meins. Yo, sorry. Also das hast du bei mir, glaube ich, nie gesehen, aber das war halt in der Mitte von dieser Academy so ein magischer Aufzug, wo man rein konnte und dann hattest du wie so Levitation und konntest da hochfliegen dann in diesem Ding in der Mitte. Das merke ich mir für Craft Attack. Vorne haben wir noch 15 Minuten vor uns. So langsam geht's in die Hot-Phase. Wir versuchen gerade unseren Tutorial-Roboter nachzubauen.
Aber irgendwie klappt das nicht ganz so gut. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er ist okay. Ich glaube, er ist okay. Das Ding hier oben ist Chillo. Mit dem bin ich übelst zufrieden. Ich finde krass, was die anderen Leute so bauen. Also das werden wir uns gleich nochmal angucken. Oh, ich glaube, ich baue den viel kleiner. Ich will den gar nicht so groß bauen. Wir machen einfach kleinen Knut nebendran lieber. Oh, 10 Minuten. Ich bin mit meinem Bauwerk eigentlich fast zufrieden. Wir haben gerade versucht, einen Roboter zu bauen. War ein bisschen... Hat nicht so gut funktioniert. Das hier, was ich gerade mache, soll ein bisschen dieser Teleporter sein, den wir immer wieder hatten. Da müssen wir halt schauen, wie wir den geil hinbekommen. Also einfach nur, es soll aussehen wie so ein Effekt mäßig, so ein bisschen, you know. Das heißt, wir machen den einfach mal so. Und dann gucken wir gleich, was die anderen Leute gebaut haben. Ich bin nämlich gespannt. Freunde, wir haben noch 15 Sekunden. Stegi ist komplett stressed out. Stegi, bist du ready? Ja. Du hast noch 7 Sekunden, Stegi. Ja, ja, ich weiß. 3, 2, 1 und das war's. Stifte weg! Stifte weg, Leute! Stifte weg! Ja, Hausaufgabe zu Ende. Ende geschafft, alles ist ja. Und danke noch für die Hilfe, ey. Ey, gerne, hab ich gemacht. Ey, ganz kurz ein Klapp an alle. Woo! Es sind jetzt schon sehr geile Sachen entstanden, glaube ich. Alter, also was würdest du sagen? Wie fangen wir an? Haben wir da eine Idee? Haben wir so eine Reihenfolge, dass wir immer so ein Command machen oder fliegen wir die Sachen ab? Ich würde einfach so durchfliegen und dann gucken, was wir geil finden. Okay, dann haben wir hier ein geiles Haus. Pilzhaus. Das ist halt das Maple Story Logo, aber in 3D als Haus. Das ist der Pilz von Maple Story. Jo. Aber als Hut? Und wurde geschrieben, Schmüß hatte leider nur 20 Minuten Zeit. Hä, saugeil. Bro, ihm würde ich das ihm gebe ich Reward. Wenn Schmüß möchte, mein Cape bekommt er. Doch, ihn finde ich geil. Ey, Schmüß, der, mein Logo. nein, Gucci, das ist nicht Gucci. Ja, ich glaube schon. Gucci, glaube ich, schreibt. Ich soll mal eine E-Mail raus. Nein. Das stimmt schon. Geil. Er weiß aber schon, dass A/Place vorbei ist, oder? Oh. Er sieht aber auch komplett insane aus, der Baum, ne? Ja, ich finde den richtig geil. Ich würde ihn schon mal in die engere Auswahl mit reinnehmen. Und ja. Mir merken. Also wirklich schön. Sehr, sehr organisch, coole Blockauswahl und so. Ja, mit den hier Treppen sind seine, und so voll Roboter. Geil. Hier ist meine Tornado. Tornado und Roboter. Hä, wie cool. Der Tornado ist voll cool. Hä, das ist richtig nice. Ja, Tornado habe ich noch nie so gesehen, glaube ich. Durch die unsichtbaren Spieler sieht das aus, als wären hier so, als die gerade alle rumgelaufen sind, sah das aus, als würden so Partikel aufgewirbelt werden vom Boden. Ja, guck mal. Der Tornado wirbelt alles auf. Bro, sieht saugeil aus. Wir machen so Special Effects in Minecraft. Ich nehme so ein Video auf. Ich sage, ihr müsst mal zu 200 auf dem Server kurz kommen. Ganz schnell. Ich brauche Hilfe. Ja, war geil. Boah, das finde ich richtig sick, das nächste. Ja, finde ich auch. Ich kann mir vorstellen, auch dass man das irgendwo schon gesehen hat, so in so einem Artwork dort oder so. Ja. Das ist cool, Jan. Aber selbst wenn nicht, Gameboy, sehr, sehr kreativ. Ja. Und hast du das schon vorhin bewertet? Ja. Da hast du gesagt, richtig geil, weil den Mob gab es bei dir. Auf die, also ne? Das Ding sieht 1:1 so aus, glaube ich. Also wenn du da kurz zugesehen hast, hast du mal sofort erkannt. Und er gar kein, also er sowieso. Er kommt nicht mal in die engere Auswahl, er kommt direkt aufs Siegertreppchen. Okay, sorry. Okay. Alter, nee, wirklich. Die Spargel hier, crazy. Oh, what? Okay, Bro, er kriegt... Das ist, das war mein Tutorial-Typ. Hattest du auch so einen Tutorial-Typ? Oh, krass. Überleg. Oh, von Pia. Ja. Nee, ich hatte halt so einen Typ, der mir alles beigebracht hat. Das war dieser Roboter. Aber der sieht also sofort 1:1, so sah der aus. Oh. Das ist Boah. Auch Teil des Logos. Das habe ich im Intro, glaube ich, gesehen. Das waren bei mir die allerersten Mobs, die ich gekillt habe. So Training, das sind so Trainingsroboter bei mir gewesen. Die waren so aus Kupfer, Alter. Die also wirklich auch 1:1 genau das. Boah, krass. Hä, wie geil. Und vor allem auch geile Kugeln. Und ich war auch früh fertig und schnell gebaut einfach. Ja. Boah. Das ist Ey, sehr wunderschön. Schön, ne? Mit diesen Partikeln dazu ist ja, krass. Ja, die Partikel sind OP einfach. Neue Engine. Boah. Krass. Ey, krass. Ey, das auch engere Auswahl. Safe. Oh, jetzt wird's gleich wild. Oh, ich glaube, ich weiß, was ein Grundstück da gleich kommt. Okay, er hat jetzt hier noch eine Leiter dazu bekommen, glaube ich, mit Plattform oben. Was wollte er das noch machen? Auch nicht schlecht. Aber er sieht richtig, richtig cool aus. Aber auch ein bisschen wütend. Aber er ist halt sehr geil dein Charakter geworden, oder? Ja, das stimmt. Das denke ich auch. Anthony, crazy. Besser,
Besser gebaut als ich leider, ja. Jetzt natürlich. Okay. Es ist schwierig, das Ganze halt so rund zu machen. Deswegen auch die Augen so ein bisschen eigenartig und so. Aber das ist mein Charakter. Die blauen Haare, die großen Anime-Augen. Große Augen sind wichtig hier in dem Spiel. Ich habe jetzt Pupillen reingemacht. Im Original gibt es, glaube ich, keine Pupillen. Dann die Maske. Was soll ich sagen? Das habe ich mir dabei gedacht. Ich wollte einen Charakter aussagen und es ist mir hoffentlich gelungen. Aber hast du deinem Dad geholfen? Nee, leider nicht. Ja, dann kriegst du nichts. Ich habe die ganze Zeit genutzt und habe gesagt, ich baue gerade, ich arbeite. Könnte auch sein, neben dem Lava-Tempel. Oder so. Was? Wird ein Vulkan oder so, steht da dabei. Was soll es denn sonst anderes werden? Ja, vielleicht auch noch ein Pilz. Geil. Boah! Das hier, engere Auswahl, ist ein Monster, das wir in-game gesehen haben. What? Oder du wahrscheinlich. Hä, hey, saugeil, richtig insane. Das, ich, ne? Wüsste ich nicht, aber sie dreht, also auch diagonal crazy. Ja. Boah. Sorry, aber ist halt der hübschere Spawn. Oh, ich glaube, das ist auch wieder das Ding, was ich bei mir hatte. Dass der Aufzug, das ist der Aufzug, den ich auch gebaut habe. Aber halt in kleiner, weißt du, wie ich meine? Andere... Ja. Ding davon. Aber ja, genau das, 1 zu 1. Hey, saugeil. Hier ein fast zu perfekter Pilz, oder? Okay, das ist krass. Ich bin mittlerweile skeptisch. Boah, also, aber der ist crazy. Der sieht so schön aus. Der ist krass. Also, ich check nicht, wie man das macht. Auf jeden Fall Screenshot. Also, auf jeden Fall hier. Boah, ja. Check ich nicht, wie das gehen soll. Also, weißt du, das Ding hier unten ist, glaube ich, ich bin gerade so rumgeflogen, ist wirklich symmetrisch. Also, es ist wirklich absolut... Ah, nee, doch nicht. Nee, doch, das ist. Also, das ist doch zu krass fast, oder? Ich weiß nicht, das sieht auf jeden Fall geil aus, ja. Bro! Shisui, du! Alter! What? So ein Screenshot! Aber ich will auch generell, dass Shisui meine Cosmetics eigentlich rocken. Boah, what do you mean? Crazy! Shisui, aber Shisui hat schon zugegeben, dass er sich blamiert hat, glaube ich, weil. Junge, er hat. Schau mal, wie er das Wort geschrieben hat hier. Was? Blamage. Blamage. Siehst du's? Marple. Marple. Oh, Maple. Mann, ey. Hey, krass gut gebaut, Mann. Und aber wie lässig chill. Ho Jung aus Marple. Da muss ich nicht sagen. Das erkennt man doch. Das erkennt man doch. Alter, Shisui. Sehr überzeugt. Alter, krass. Ey, das waren alle unsere Grundstücke so. Welches ist dein Highlight? Mein Highlight ist, glaube ich, ich sag dir ehrlich, Shisui, übertrieben krass. Ich glaube, krass, oder? Also das war, was ist dein Liebling? Also ich fand insane, wie gut man manche Sachen von nachgebaut hat, die man gesehen hat. So dieser, der Roboter zum Beispiel, diese Kristall-Spargel-Dinger da, die richtig insane, weil das ja auch oft war. Und der Spawn und so. Und Pilz halt sowieso, ne? Also so der Main-Maple-Story-Pilz. War auch sehr, sehr cool. Ja. Aber ich glaube, Favorite maybe wirklich das Spargelviech. Danke fürs Zusehen. Es wäre ein Riesensupport und wäre auch sehr, sehr cool, wenn ihr einfach das Game auscheckt. Wenn ihr den Link einfach mal, you know, ein bisschen auf dem Link vorbeigucken oder euch das Game sogar downloadet, ein bisschen spielt und so. Ihr habt ja gesehen, wie es jetzt war. Wenn ihr auf solche Games steht, dann glaube ich sowieso sehr, sehr cool. Wäre eine riesige Unterstützung. Und dann sehen wir uns die Tage wieder.